Normalerweise steht Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident allein im Fokus der Öffentlichkeit. Nur zu ausgewählten Terminen begleitet ihn seine Frau Karin Baumüller-Söder, wie hier zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Ein Pflichttermin für die First Lady Bayerns, genauso wie die Eröffnung des Oktoberfestes in München. Doch sonst zeigt sich die 50-Jährige nur selten in der Öffentlichkeit. Kein Wunder, sie hat auch so genug zu tun. Gemeinsam mit ihrem Bruder Andreas leitet sie das Familienunternehmen, die Baumüller-Gruppe mit Sitz in Nürnberg, das elektrische Automatisierungs- und Antriebssysteme herstellt. Vater Günther Baumüller baute die Firma in den 70er Jahren zu einem internationalen Unternehmen aus. Seit 2009 sitzt Karin Baumüller-Söder in der Geschäftsführung. Seit 2020 ist sie außerdem Schirmherrin der Polizeireiterstaffeln. Als turniererfahrene Springreiterin und Pferdeliebhaberin ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt. Viel mehr ist über das Privatleben der Unternehmerin nicht bekannt. Seit 1999 ist sie mit Markus Söder verheiratet. Gemeinsam bekommen sie eine Tochter und zwei Söhne. Die Kinder hält das Paar aus der Öffentlichkeit heraus. Privates und Berufliches zu trennen ist ein Spagat, den Markus Söder und seine Frau Karin offensichtlich hervorragend hinbekommen.